Oh, was geht ab, Leute? Wir haben hier leider einen shiny Griffel. Ich bin nämlich eigentlich wegen was ganz anderem hier. Ich suche mal einen Platz, wo ich euch abstellen kann. Oh Mann, schade. Das ist echt schade. Ich bin nämlich hier wegen einem Markerbulger. Nachricht kam rein von einem Kollegen. Der hat es von einem anderen Kollegen gehört. Ich habe es halt versucht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja Glück gehabt. Und es wäre ein Stundenspawn gewesen. Oder der Kollege hat direkt erste Minute gesehen, gefangen, gemeldet. Man weiß nie. Und dann war ich dort und es kam sogar ein Makabaja. Direkt goldene Berge drauf. Ich so, boah geil, vielleicht ist es das. War es leider nicht. Schick einen Griffel daneben an. Das ist shiny. Das ist kein netter Trostpreis. Leider nicht, ne. Ich hätte so gerne das 100er Makabaja gehabt. Vor allem, genau da, wo es sein soll, ist sogar ein Makabaja gewesen. Aber leider das Falsche. Wir sind auf dem Weg zu einem Glumander mit Kostüm. Ihr kennt das Spiel, Arena-Punkte, ich habe noch freie Pässe und shiny Glumander möglicherweise. Ich habe mal Kingler ausgepackt. Der ist ja jetzt richtig mächtig geworden. Ist auch schon gleich down. Dann können wir mal schauen. Das Shiny ist. Könnt gerne unten in den Kommentar schreiben, ob ihr schon eins der Kostüm-Shinies habt. Und wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. So, schauen wir mal. Natürlich nicht. 546 ist, glaube ich, auch nicht so toll. Ich habe dreimal die Quest, drei fabelhafte Würfe, habe es bisher nicht hinbekommen. Ich denke, vielleicht werden irgendwo ein Darkrai zustande kommt. Und ich habe mir das Ticket gekauft. Oh. Ja, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. So ungefähr 50-50. 50% kaufen es, 50% nicht. Ich bin gespannt drauf. Ich habe ja schon mal gesagt, ich denke, das wird jetzt regelmäßig kommen. Häufiger. Mehr als einmal. Niantic hat Blut geleckt. Niantic ist nicht unbedingt geldgierig geworden, sondern es ist halt eine Firma. Das einzige Ziel, der einzige Grund, wieso die überhaupt existieren, ist halt, um Geld zu machen. Aber in letzter Zeit gibt es schon mehr Fokus auf Geld machen. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ich denke, das Event wird eigentlich ganz cool. Bin gespannt drauf. Jetzt muss ich irgendwie die drei fabelhafte Würfe mal schaffen. Ich bin gerade ein bisschen planlos durch die Gegend geschlendert. Und bam, das ist ein Lichtel. Das schnappen wir uns auf jeden Fall. Lichtel zu saftig. Oh, das ist auch schon. Den müssen wir uns gönnen. 98 habe ich mir ertauscht, unlucky, aber mehr auch nicht bisher. Warum ging es mir damals auch? Weicht ist der Jahrhundert. Seht ihr den? Das ist unser Freund. Denn durch ihn habe ich gerade den dritten Wurf geschafft. Endlich, Alter. Das war echt leidend. So, was wollen wir mal sehen? 509. Ne, warte. Ja, Evoli müssen wir, glaube ich, abholen. Der ist gar nicht mehr so lange da. Es gab bereits die Benachrichtigung. Und es ist nicht shiny. Haben wir gefangen. Schnellfangtrick. Ihr wisst Bescheid. Ball ziehen, werfen, loslassen, dies, das. Rausgehen. Zweiter Goldbit auch schlecht. Und lass die Leiden einen Wert haben. 509. Oh, mein bester bisher. 504, aber der ist trotzdem nicht gut. 504 ist wahrscheinlich 93 oder sowas. Ja, 93. Schaut mal, Leute. Eigentlich muss ich damit aufhören. Was, wenn der despawnt, wenn ich das vorbereite? Aber shiny Sneeble. Ist mein dritter, zwei gebrütet und der erste wild. Jetzt kann ich noch ein paar vertauschen. Gar nicht so schlechter Tag heute. Wir haben zweimal die Quest. Schauen wir mal. 420 wollen wir mal sehen. Oder ein shiny. Aber lieber 420, oh Gott, 397. Und ich habe gerade ein Bild gesehen irgendwo. Das war auch noch holen, 47. Nee, danke. Was ist ja gleich hier? Die Straße runter rechts. Nee, da die Straße runter rechts. Heute ist anscheinend wieder so ein Shiny-Tag, Leute. Shiny-Wieso hier am Start. Und
Ich habe mit dem Ball, mit dem Klicker auch noch was gefangen. Zeige ich euch gleich. Ich habe übrigens meine Klammer direkt schon wieder verloren. So, Visor. Shiny Nummer 4 und Shiny Nummer 3 zeige ich euch gleich. Und dann kurz ein V-Check, auch wenn es unnötig ist. Und dann macht man wahrscheinlich ein Doppel Darker Red. Und dann war es das für heute. So, wo ist er? Wo ist er? Hier, Pfiffchen auch noch bekommen vorhin. Hätte ich noch gar nicht gecheckt. Ja. Driftlom bräuchte ich noch. Das wäre wichtig und interessant. Und was ist hier? Irgendwie kein einziges Neues. Nie. Wirklich nie ist irgendwie was Neues drin. Also ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht hat Niantic das irgendwie gefailt, kaputt gemacht, Bug. Wo halt die neuen Sachen viel zu selten oder gar nicht kommen. Niantic, was ist da los? Wo sind die neuen Sachen? Wo ist Lapras? Wo ist Magma? Wo ist, ihr wisst schon, der eine. Knackleon. Aber auch so Sachen, die ich nicht brauche, aber neu sind. Electek. Das Einzige, was ich sehe, Geister und alte Sachen. Asteroid. Wie immer direkt 20 Leute. Ist ja auch schon spät, Feierabend. Das dauert nicht lange. Ich meine, heute läuft's. Vielleicht haben wir Glück. 19.36, was? 21.36? 21.36. Wir sollten nicht zu tief reingehen, sonst verlieren wir irgendwie GPS-Verbindung, dies, das und ja, das wäre nicht so toll. Okay, kämpft auch irgendjemand außer mir, weil das dauert bisher ziemlich lange, obwohl wir 20 Leute sind. Ich sehe auch nur, ach, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Das ist doch echt mega langsam für 20 Leute. Skaraborn. Okay, okay. Naja. Schon sehr zäh. Meine Machemeise sind natürlich alle tot. Nicht Problem, aber ich belebe die auch momentan gar nicht wieder, weil die sterben so schnell, das ist einfach Beleberverschwendung. Wenn ich die belebe, danach direkt wieder tot, dann müsste ich die wieder beleben. So schicke ich einfach ein paar rein, die ein bisschen länger überleben und dann kann ich mehr Sachen beleben. Falls das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Schauen wir mal. 2070, nicht so toll. Nächster Versuch. Zweiter Raid. Wieder 20 Leute. Sind wahrscheinlich eh dieselben von vorhin, die einfach mit hochgelaufen sind. Wie gesagt, nach dem Raid packen wir es dann heim. Sollte für heute reichen. Vielleicht auf dem Weg noch ein Shiny Driftlohn. 100er Driftlohn, 100er Skunkapoo. 100er Lichtl, 100er Golbit, 100er Mokabajar. Das sind so die Ziele. Shiny oder 100er Kostüm Pikachu. Würde ich auch noch nehmen. Aber der ist von der Rangliste her ganz unten. Okay. Oida, mein 100er Nocturne, das ich gemaxt habe. Check den Max Amanda ab und check die Videos ab, wo ich den gejagt habe. Leg los, Digga. Nocturne, Alter. Puh, Zerstörung. Oh mein Gott, 100er Nocturne. Ausweich Nocturne. Bam. Mächtig. So. Okay, machen wir hier ernst mit ein paar. Machen wir mal. Ausweichen wahrscheinlich noch. Ja. Okay, schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Noch ein Knaller zum Schluss. Leider nicht, Leute. Schade. So, Leute, das war's von mir und von gestern. Ein ganz normaler Event-Tag. Hier und da ein bisschen geradet. Versucht an der X-Ray-Arena zu raiden. Kostüm-Pokémon geradet. Ein paar Makabajar gejagt, ein paar Quests gejagt.
Shiny Pikachu gejagt. Ansonsten hier und da ein bisschen Bonbons gemacht. Ein paar Rocket Stops gemacht, ein paar. Eigentlich habe ich ziemlich viele gemacht, aber es kommt halt nichts, was ich brauche. Es kommen eigentlich nur Geister und das alte Zeug. Zubat, Radfratz, keine Ahnung. Schon leid, ich weiß nicht, wo die ganzen neuen Sachen sind. Lapras, Alter, wo ist Lapras, Mann? Nein, Tick, wo ist Lapras? Sogar Knackleon würde ich nehmen. Und Magma, wo ich auch. Immer wenn Feuer da ist, selbst wenn Magma das erste Pokémon ist, dann ist das zweite irgendwie Hundemon oder so. Und ich krieg dann Hundemon. Das ist auch richtig leidend. Auf jeden Fall ist Wochenende, Samstag, Sonntag. Ich werde auch wieder ein bisschen zocken, genau dasselbe machen. So langsam füllt sich die Checkliste von den ganzen Sachen, die wir haben. Am Anfang war es ja sehr überwältigend, was das Event so alles zu bieten hatte. Und jetzt langsam haben wir die meisten Sachen erledigt. Auf jeden Fall, Leute, das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.